Hallo und herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung für 0.9.5 der Minecraft Pocket Edition. Ich glaube, es funktioniert auch für 0.9.4. Und zwar braucht ihr für diesen Mod keinen Mod-Loader. Und wer nicht weiß, wie man Mods installiert, der kann mal in die Videobeschreibung schauen. Da ist ein Video von mir, wo ich das zeige. Die zwei Varianten, die es zurzeit jetzt bekannt gibt. Und was die neuesten sind zurzeit. Und der Link zur Quelle, wo ihr den Mod downloaden könnt, natürlich auch nochmal in der Beschreibung. Der Mod heißt, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, MCPE. SPC, also Minecraft Pocket Edition Singleplayer Commons. Und wir gehen mal in unsere Mod-World. Und werden jetzt, also ich denke mal, viele wissen, was Singleplayer Commons sind. Kennt man von PC ja, zum Beispiel / Game Mode. Meinetwegen 1. Gibt's jetzt noch nicht. Und da zeigt es nämlich auch gleich: Comment Game Mode 1 not found. Please use the comment /help for a list of comments. Wir machen also /help. Und sehen jetzt eine Liste der Comments, die gehen. Ja, da kommen's. Zum Beispiel machen wir erstmal /about. Made by at World of Gaming TV. World of Gaming TV comments will not work online. Also ihr könnt nicht auf Servern spielen. If there is a problem with the comments, let me know on Twitter. Also ihr könnt mal bei dem at World of Gaming TV vorbeischauen. Hat auch einen YouTube-Channel, World of Gaming TV 1, hat mehr Abonnenten als ich, hat viele Abonnenten. Ich weiß nicht wie viele, aber hat jetzt auch eine lange Pause gemacht und hat jetzt anscheinend so einen Mod gemacht. Schaut mal bei denen vorbei, ist auf jeden Fall ein cooler Mod. Und könnt ihr mal ein bisschen unterstützen. Before reporting a bug, check Sudia if there is an update. Also es wird anscheinend auch Updates geben. Warum ich das so untermache, weiß ich auch gerade nicht. Braucht ihr das Tutorial noch? Und zwar können wir als nächstes mal hier oben sehen wir es noch / Quartz. Wir können uns also unsere Koordinaten geben lassen. Und jetzt sehen wir 976 71 947. Und jetzt können wir mal ein bisschen weiter weggehen. Meinetwegen fliegen wir mal hier hoch. Ihr habt euch gemerkt, wir haben da unten gestanden. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Und wir sehen jetzt hier noch das Comment. Weiter unten, jetzt kommt noch / Speed. Das zeige ich auch gleich noch. / Hier, zeige ich auch gleich noch. / Hört, zeige ich auch gleich noch. Und / TP. Und jetzt können wir eingeben / TP. Und dann jetzt so erst X, Y und dann die Z-Koordinate. Also 976, was X ist. Dann 71, was Y ist. Und 947, was Z ist. Und dann geht's los. Und wir sind wieder hier unten. Davor haben wir da oben gestanden. Also es hat uns jetzt hier hin teleportiert. Also Portieren funktioniert auch, wenn man denn die Koordinaten kennt. Man kann es, ich weiß nicht, zu einem Player geht glaube ich nicht, wenn jemand anders hier mitspielt. Wird es vielleicht mal irgendwann geben, ich weiß es nicht, aber da es auf Servern eh nicht geht, oder zu, also geht schon, aber halt mit Pocket Mine und nicht mit diesem Mod, wird das wahrscheinlich eher nicht so viel bringen. Halt, wenn ihr über Wi-Fi spielt, aber ich weiß nicht, ob das gehen würde oder geht. Aber theoretisch müsste es gehen, weil irgendwie kriegt man die Koordinaten ja von dem Spieler raus. Also könnte es auch sein, dass der andere Spieler, dass man von dem irgendwie die Koordinaten rausbekommt und dann kann man sich einfach dahin teleportieren. Beziehungsweise kann der, wenn der auch den Mod hat, / kurz schreiben und dann sieht er auch seine Koordinaten und dann kann er euch ja die Koordinaten sagen und man kann sich dahin teleportieren. So, das nächste wäre dann, wenn wir nochmal / help machen, speed, / speed und dann value heißt immer sowas, irgendeine Zahl oder sowas, wie viel ihr davon haben wollt oder irgendwie sowas halt. Wir haben auch später noch zu kommen bei Item, was das noch sein kann. Und wir haben jetzt normalerweise, wenn wir eingeben, nur / Speed, Set Speed to 0. Nein, haben wir nicht normalerweise. Bei 0 kann man sich nicht bewegen. Okay, das war jetzt so von mir. Ich glaube, Speed 1 hat man. Ja, Speed 1 hat man, das ist normal. Speed 0 ist einfach, wenn ihr gar nichts machen könnt. Und wenn wir jetzt mal eingeben, / Speed 2, sehen wir haben jetzt so einen kleinen Screen. Wir sind ein bisschen schneller. Ist cool. Also jetzt zum normal rumlaufen, vielleicht schon ein bisschen zu schnell, aber es geht eigentlich, man kann damit schon coole Sachen machen. Es ist ja jetzt eine doofe Landschaft, weil ja so viele Bäume sind. Und ja, da hinten ist besser. Und weil mir der Weg zu lang ist, gebe ich jetzt einfach mal ein / Speed 10. Und jetzt können wir da nicht lang fliegen, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Okay, also der Mod ist noch verbuggt. Ah ja, genau, weil wir fliegen. Und normalerweise müsste es auch schneller sein, statt so gezoomt. Aber wir sehen, wir sind sauschnell, wenn wir jetzt dahinter wollen. Wir sind da. Man sieht halt nicht, das Sichtfeld ist ziemlich begrenzt. Dürfte eigentlich nicht so sein. Normalerweise müsste es noch weiter werden, so wie es vorhin war bei der 2. Und jetzt werden wir einfach mal noch höher gehen. Speed 1000. Jetzt, so weit meinte ich das. Und jetzt seht ihr, wir sind sowas von schnell. Wir wollen jetzt mal wieder rüber. Schupp, wir sind da. Also das ist schon unnormal schnell. Aber wenn man jetzt wirklich so eine Wiese hat und irgendwo hin will, schupp, sind wir da. Guck mal, ich will zu dem Baum da hinten. Bin mal vorbeigeflogen. Ja. Gegangen wohlgemerkt. Und wenn ich jetzt fliegen will, dann ist halt dieser Bug. Und also fliegen kann man anscheinend normal, das ist ganz gut.
abgesehen davon, dass das Sichtfeld komisch ist. 1000 ist schon ein bisschen sehr extrem. Slash Speed 100 machen wir mal. Aber man kann damit auf jeden Fall richtig... Oh, lol. Lol. Ja, also wer MCB umgekehrt spielen will, rückwärts spielen will, der kann das gerne tun. Dann gibt Slash Speed 100 ein. Ich hoffe, das wird noch gefixt, weil... Hab ich das gerade richtig gesehen? Wenn man unter Wasser ist, ist es wieder normal. Oh Gott. Okay, ziemlich verbuggt, aber trotzdem cool. Wir geben mal wieder Slash Speed 1 ein. Und dann haben wir wieder unseren normalen Speed. Oh. So, also wir sind jetzt ein bisschen weit geflogen und dann ist schon wieder das Birkending. Also okay. So, dann haben wir das nächste Kommando, das wäre Slash Heal. Dafür gehen wir mal in eine Survival-Welt. Ja, da ist Minecraft P abgestürzt. So, also wir wollten in eine Survival-Welt gehen und das werden wir jetzt auch tun, wegen unserer Survival-Mods-Welt. Ich habe schon ein bisschen rumgemoddet mit was anderem. Also mit einem anderen, mit demselben Mod, aber mit einem anderen Comment. Also machen wir mal Slash Help und dann jetzt hier Slash Heal. Dafür können wir aber erstmal das nächste Comment ausprobieren, nämlich Slash Hurt. Jetzt haben wir wieder Value und machen mal 1. 0,5 Herzen wurden uns zugefügt, also 1 ist immer ein halbes Herz. Machen wir Slash Hurt. Moment, 1, 1, 2, 3, 4, ja, okay. 18. Da haben wir nur noch ein Herz. Das wollte ich jetzt auch machen. Und jetzt, wenn wir uns denken, das sind zu wenig Herzen, wir wollen ein bisschen cheaten, vielleicht so mal Slash Heal und machen wieder 18, müssen wir jetzt brauchen noch 17 und dann haben wir wieder mehr Herzen. Was wir eben gleich mal ausprobieren könnten, was vielleicht ganz interessant wäre, aber dafür brauchen wir erstmal eine Klippe, beziehungsweise können wir jetzt mal schnell bauen. Oder irgendwas, wo wir runterspringen können. Slash, hört, nee, nicht hört, Heal, 1000, Junge. So, wir haben jetzt 5 Element, nee, nicht Element, ich hab vergessen, was das war. E plus 02 Herzen dazu bekommen. Okay, ich dachte, das wird dann so überfüllt oder so, aber nein. Man kann wirklich nur 10 Herzen bekommen. Okay, das ist also ganz cool, so kann man sich heilen und sich wehtun. Und jetzt noch das letzte Comment, es werden wahrscheinlich auch noch Comments hinzugefügt, aber in dem Mod-Review sind jetzt erstmal nur die dabei. Und zwar Slash Item. Hier steht zwar irgendwie Slash Item Count, aber wenn ihr das macht, funktioniert es nicht, zumindest nicht zusammengeschrieben. Ihr müsst nämlich ein Leerzeichen dazwischen machen, kann auch eigentlich eine Zahl sein oder sowas, eigentlich egal, was da steht, glaube ich. Also Slash Item, dann Leerzeichen Count und dann Leerzeichen Value. Und hier geben wir dann mal ein 4. Jetzt sehen wir, dass nichts passiert ist, wobei, doch, es ist was passiert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier unten haben wir jetzt nicht mehr unsere 99 plus Akazien, Baumstämme, jetzt ist mir gerade irgendwie zu viel Gras, sondern wir haben 4, weil ich das ja eingegeben habe. Wenn wir uns jetzt also denken, wir brauchen Dirt, ich werfe das mal raus, weil sonst ist es doof, dann nehmen wir uns jetzt hier Dirt und wir wollen aber nicht nur einen haben, wir wollen ein bisschen cheaten und sagen uns Slash Item Count, meinetwegen 64, wir wollen 64 Dirt haben. Machen wir das und haben dann 64 Dirt. Also auch coole Funktion. Man kann natürlich auch mehr eingeben. Slash Item Count 1000. So. Und dann haben wir so viel. Steht halt da 99 plus da. Also das dauert lange, bis ihr das leer gebaut habt. Ich weiß nicht wie lange. Aber es dauert lange. Also das wäre der Singleplayer Commons Mod. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Und ihr könnt ihn natürlich downloaden in der Quelle. Deinstallieren, einfach wieder deinstallieren. Ist ja klar. Also, ja. Wer den jetzt nicht mag, kann ich den zählen. Es backt da ein bisschen rum, zum Beispiel dieses Speed-Teil, aber ist auf jeden Fall ein cooler Mod. Also ist der Speed-Comment. Cooler Mod und man kann damit viel machen, viel anstellen und vor allem geil, dass es auf iOS funktioniert. Ist ja jetzt bei 0.9.0. So, nein, ich glaube 0.9.4 oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine coole Sache. Warum kann das hier nicht raufbauen? Das ist schade. Ja, das wollte ich. Cool. Ich wollte eigentlich das Schaf damit töten, aber okay. Wenn es nicht sein soll, dann halt nicht. So, Sonntrippe. Perfekt. Also sagen wir so, lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr immer cool findet, dann tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.